das ist Laura Schälchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten von den Leuten, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall vom Fabian Zbinden. Der ehemalige drittplatzierte Schweizer Jojo-Meister hat sich nach seiner Kochlehre vom Gourmet-Restaurant in der Schweiz bis ins Nobel-Restaurant Nobu in Malibu aufgeschafft. Dort hat er dann hauptsächlich für Menschen gekocht, die sich das auch leisten können. Nach den Staaten hat der Fabu seine Begeisterung für ehrliche, einfache Produkte wieder entdeckt und so ist es dann auch dazu gekommen, dass er jetzt sein eigenes Ding macht. Wieder zurück in seiner Heimat Bern verkauft er täglich seinen frischen Eintopf, oder wie er sagt, mit seinem Foodtruck und nennt sich selber La Ripolita. Habe ich im Winter vor 2 Jahren gestartet. Ja, ich habe mich entschieden, eine komplette Mahlzeit zu machen aus einem Topf. Außerdem ist die Schüssel auch ein Teil des Rezepts. Das Bread. Das ist Rauchmehl und Halbweißmehl. Der wird am Morgen früh gemacht und rund 24 Stunden später wird der nachher verarbeitet. Das ist jetzt für morgen, hä? Ja. Es ist nicht so einfach, gell? Ja, es ist schon ein bisschen eine Challenge, aber es ist ja schön, dass nicht alle alles können. Ja. Was er kann, ist unter anderem genau zu wissen, was er will und wie man es macht. Darum hat er für die Leute, wo das Brot zu viel ist oder für Takeaway, auch eigene Schüsseln. Becher und Löffel, die ich habe, sind ja biologisch abbaubar. Sprich, ich nehme sie im Köder mit und idealerweise bringe ich sie zur Abfallstelle, wo sie Biogas daraus machen. Und dann sind wir wieder voll drin. Super. Eintopfgericht. Hannibal ist gekommen, das ist mein Praktikant. Hannibal, willst du Salat machen? Bis hier, schau. Das kommt dann hier für den Bouillon. Wir tun das Gemüse eigentlich nie schälen. Halt vitamintechnisch. Das ist schon alles so drin. Klassische Suppe-Basis. Das hier? Ja, absolut. Also, das ist der Chili-Topf und das ist der Gemüse-Topf. Yeah. Also, ich meine, er schafft ruhig schnell und er sieht, wenn die Gewürze so runtersickert, wenn er es rein tut. Das ist ganz, ganz komisch, aber anhand von dem kann ich dir sagen, wie viel das ich drin tue. Ja, er hat nie mit Esslöffel geschafft. Also er schafft nicht ein Salz, oder? Er lernt es einfach, er hat so das Gefühl. Und das ist halt schön an diesem Beruf, dass man so ein bisschen das Ganze spüren kann, was man macht. Darf man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Schmaler Grad beim Pfeffer. Das sind auch meine Geheimnisse. Kannst du jetzt nicht. Das ist wichtig, dann können die Leute anfangen, geile Suppe in die Heimat zu machen. Ich kann auch viel laden zu. Nein! Mit einem Chili und einem vegetarischen Eintopf, einem umgebauten Posti und einem Stirnband macht er ein Mittagsgeschäft dort, wo wir ihn das laden machen. Foodtruck-Business zu Bern ist eigentlich so ein wirklich Ruheplatz für alle. Aber es darf nur auf Privatgrundstück halten. Hallo! Hey. Hilf ich dir? Du kannst helfen, ja. Was mache ich? Ich kassiere Suppe. Ich sage immer Suppe. Es ist super Suppe oder Eintopf. Hey, du machst es gut. Zuerst müssen wir noch schnell ein obligatorisches Selfie machen. 100% Rindsackfleisch, alles Schweizer Produkt aus der Region. Geil, oder? Zweimal da. Ein gemischt, ein Gemüse. Du musst immer mischen. So. Ja, das ist gut. Gut, gell? Also er hat eine vegetarische und eine mit Fleisch. Aber das, was er eigentlich allen verkauft, ist eigentlich halbe-halbe. Wenn jemand nicht Koriander will, dann hat er das Gefühl, ihm fehlt etwas im Bild oder in der Komposition. Wenn ich etwas zusammenbastle und irgendwie das so ein Produkt geht am Schluss, weiss ich ja schon, wie das schmeckt. Das habe ich schon in meinem Kopf. Und jemand anderem das noch irgendwie rüberzubringen, das ist immer so eine Challenge. Aber einfach Koriander haben viele Leute leider nicht so gern. Ja, es gibt Leute, die haben Angst vor dem Koriander. Und so im Chili ist es eigentlich eben noch recht gut. Ja, ich probiere ihn auszureden, dass das Bulle von Thailand nicht ganz so fein ist wie mein Rindsfleisch aus der Schweiz. Hast du Hunger? Er ist nicht ein Pushy-Verkäufer, aber er macht sehr gerne. Das merkst du auch. Also, ihm ist der Kundenkontakt so wichtig. Ja, fein! Salut! Salut zusammen! So. Hallo, Fisch! Hallo zusammen! Hallo! Was machen wir für euch? Du kannst schon nächstes Mal 2 Franken bringen. Ja, das mache ich noch gerne, dann weiss ich, dass sie wiederkommen. Echt? Nein, ich habe gefragt, ob er dann mal so Kärtchen macht, Stempelkärtchen. Dann hat er gesagt, nein. Ist einfach die Leute, die viel kommen, die bekommen einfach eine Umarmung von ihm. Ich bin überzeugt, dass man in der Gastronomie auch
auf eine Art stressfrei arbeiten kann. Nach dem Mittag abwaschen, Reste verwerten, Büroarbeit erledigen oder einfach entspannen. Ich probiere mich auf den Moment zu konzentrieren. Und der Moment zentriert sich eigentlich hier auf den Ball. Das hat etwas Meditatives für mich, ist ein Ausgleich zu meinem Alltag. Sehr entspannend eigentlich, ja. Shit, Mann, ich will das auch können. Oh ja, Scheiße. Das nächste Mal übe ich vorher. Und du machst so, nicht, ja, aus der Hüfte. Ja. Ich kann nicht kaputt machen, oder? Wie den Ball zu brechen. Da, ah, ne? Ich bin auf was? Das nächste Mal gehe ich mit ihm gut Tennis spielen. Das kann ich besser. Bis essen. Zero Food Waste ist ein grosses Thema und auch Teil des Konzepts. Und die Lösung dafür ist ganz einfach. Essen. Hat er Hunger überhaupt? Ja. Sie sind am Essen und sie sind am Geniessen. Und gewisse konzentrieren sich vielleicht auf das. Gewisse Leute tun einfach wie den Moment geniessen. Aber wenn du aufhörst beim Reden. Und das, wir haben so einen Moment gehabt, wo einfach alle ruhig waren am Tisch. Und das ist eigentlich in meinen Augen das schönste Kompliment, das man einem Koch machen kann. Wenn ich etwas mache, also Food für Leute allgemein, oder ja, es ist schon ein grosser Teil auch von meinem persönlichen Leben. Ich probiere mich auch selber gesund zu ernähren, ich probiere persönlich Rücksicht zu nehmen auf die Produkte, die ich zu mir nehme. Ja, das geht zurück, um einfach den Körper zu spüren. Ich meine, ja,